Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Little Big Workshop. Ja, wir sind wunderbar dabei und spritzen gerade solche Plastik-Mopeds zu Reifen auf. Dafür haben wir ja zwei Spritzmaschinen und Gumba Gumba ist schon wieder müde. Alles klar. Ansonsten zwei Aufträge, damit wir auf 16 Dinge kommen, genau. Damit wir nämlich das hier abschließen können. Es fehlen 34 zu 50, sind 16 Stück, wenn der Fussel nicht ganz blöd ist und richtig geregnet hat. Und ich habe übrigens hier nochmal bei OBS was eingestellt. Ich hoffe, dass jetzt die Bildqualität nochmal einen Hauch besser wird. Mal gucken. So, viel ist es ja nicht mehr, was hier gespritzt wird. Also insofern kommen wir ganz gut voran. Was wir mal machen können, wir können die hier mal eben reparieren. So, das haben wir auch abgeschlossen. Es muss halt, wie gesagt, nur noch aufgespritzt werden. Und wir haben beim letzten Mal festgestellt, dass die Fachleute tatsächlich ein Deut schneller arbeiten, als wenn ein Nicht-Fachmensch da dran geht. Wollte eigentlich Fachmann sagen, dann fiel mir ein, es gibt auch noch Fachfrauen, habe ich Fachmensch rausgemacht. Ist das jetzt richtig gegendert? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ich das so halbwegs hinkriege. Ich will ja hier keinen diskriminieren. Eigentlich möchte ich sie alle diskriminieren, weil, hier, ne? Pause, Pause, Pause. Aber jetzt ist mal erfrischend wenig los und wir haben 21 Tassen Kaffee über. Wie geht das denn? 5 von den Dingern sind schon hergestellt und das ist eigentlich Prio-Aufgabe. Na gut. Hauptsache, die Dinger werden fertig. Das ist das Entscheidende. 6 und 3. Oh, das kriegen wir doch hin, oder? Nein, kriegen wir nicht, weil Pause. Er hier ist irgendwie König der Pausen, oder? Der ist doch nur in Pause. Ich meine, klar, wir nehmen extra fair gehandelten Kaffee aus Nicaragua. Weißt du, mit einem Hauch von Affenkacke. Aber das ist doch kein Grund, ständig hier drin zu sitzen. Und er fällt ja nun mal auf, ne, mit seinem Corona-Wahnsinn. Ich habe das gesehen, Opi. Ich habe das gesehen. Ja? Kopf schütteln. Der lässt es auch einfach da liegen. Das ist ja das, weißt du? Wenn sie schon hinfallen und etwas durch die Gegend werfen. Ja. Gumpa, 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 genau. Weißt du? Wenn sie es dann wenigstens aufheben würden, aber nein. Bitte nicht. Ja, machen wir nicht. Was stehst du hier feige rum? Hier ist nichts zu tun. Nichts. Gar nichts. Geh mal darüber und arbeite. Oder bist du dir zu fein, am Kunststoff zu spritzen? Wie viel haben wir denn noch? 5 und 2. Ja, da war bestimmt jemand so wichtig und hat das von links nach rechts geräumt. Aber ja, das ist nicht mehr viel. Das sollten wir hinkriegen. Denn jetzt gleich ist der Markttag rum. Das heißt, wir können die ersten Heugabeln verkaufen. Richtig, richtig, richtig. Ja, da ist der nächste Markttag. Heugabeln. Ich habe übrigens noch nicht nachgeguckt, ob ihr die Maus sehen könnt. Ich meine, ich finde schön, dass die Bobbycars hier schön in die Ecke stellen, dann sind die nicht im Weg. Also insgesamt ist unser Ausgangslager sehr aufgeräumt. Das muss ich dann positiv mal erwähnen. Wie lange dauert es noch? Alles klar. 2 Tage noch. So, okay, dann können wir ja mal eben gucken. Die Mistgabeln sind da oben. Dann 21 Einheiten. Wir haben 20. Gut geplant und raus damit. Hier ist alles schön voll. Sehr gut. Wir brauchen eigentlich nur die aufgespritzten Reifen. Kann das sein? Aber so viel sind es ja auch nicht mehr. 4 Stück. Das kriegt er doch hin, oder? Der Rest könnte ja mal eben mithelfen, wenn er will. Er wollte nicht, ne? Der nächste Vierersatz ist fertig. Ich meine, ich finde das schön. Schön aufgeräumt. Die liegen hier. Man kann sich das wegnehmen. Zusammenklöppeln. Mal gucken, wie viel Geld machen wir jetzt? Viel ist es ja nicht. Aber wir sind nicht ins Minus gerutscht. Trotz eines relativ großen, mittelschweren Auftrages. Also, das sind ja die kleinen Erfolge, von denen wir hier leben, ne? Na, guck mal, immerhin. Fast 3000 für mal eben gemacht. Kann man doch nicht meckern, oder?
Das heißt, wir können jetzt, weil im Grunde ist ja alles fertig, ne? Wir können ja den nächsten Auftrag machen. Wir müssen ja nur noch ein bisschen aufspritzen hier. Einen einzigen noch. Was nehmen wir denn mal? Schier? Öfen? Oh, ihr habt ja gesagt, ich soll nicht so viel davon machen. Wobei, ich habe das Gefühl, wäre nicht schlecht, oder? Manipulation will ich eigentlich nicht. Wie sieht's hier aus? Ne, die nicht. Die. 421. 370. Das dürfte aber einen guten Schwung geben, oder? Wenn wir davon mal so 35 Einheiten machen. Was haltet ihr davon? Das müssen wir doch hinkriegen, oder? Ist ja alles geplant. Ja, komm, dann machen wir Folgendes. Injection. So. 40 und 20. Ja, komm, wir machen das alles so zusammen. So. Haben wir eingerichtet, alles klar. Und was habe ich gesagt? Wie viel wollen wir machen? 40, ne? Sollen wir? Oder 35? Was meint er? Also wir sind hier. Haben noch einen ganzen Tag Zeit. Dann geht der Preis massiv nach oben und auch die Stückzahl geht nach oben. Ich mache 40 Stück. Komm. Ja, richtige Tastatur. Ich habe immer Angst. Gut, das macht allerdings am Ende nur 6.900 Profit, das ist auch nicht so viel. Hat er das denn schon übernommen hier? Das ist nicht viel, ne? Du hast nicht genug Geld für den Plan. Was? Gut, 4.1 haben wir. Wie viel könnten wir denn produzieren? Nicht mal 30. Das lohnt sich eigentlich nicht, ne? Ach komm, hau raus. Die müssen weiterarbeiten. Da führt kein Weg dran vorbei. Lass mal alles reparieren und die müssen ja nur noch zusammenklöppeln. Das heißt, wir haben ja hier hinten, haben wir ja nichts mehr zu tun und 4 Leute brauchen wir maximal hier. Wobei die ja eh nicht, die tun doch eh nichts, die faulen Hunde. Ich habe gar nicht drauf geachtet. 8, 15, 2. Hier hätten wir vielleicht noch ein bisschen sparen können. Ach, egal. Normalerweise müsste Bobby K2 als erstes fertig werden, oder? Es muss ein generelles Problem sein. Nicht nur meiner Mitarbeiter, sondern auch die anderen Mitarbeiter scheinen alle ein bisschen dörselig zu sein. Liegt das an den kleinen Füßen? Ich weiß nicht. Wenn man jetzt nicht so 1,84 Meter ist wie der Fussel. Ja, schön noch drüber steigen. Ist ja nicht so, als wenn du das da hingeworfen hättest, du Trottel. Ist das, wenn man so kleine Füßchen hat, ne? Das könnt ihr ja mal vielleicht beantworten, die nicht so 1,84 sind. Fällt man dann öfters, weil das irgendwie, oder weiß ich nicht. Ich meine, ich sehe jetzt nicht so viele kleinere Menschen ständig auf der Straße liegen, aber... Ja, ja, nee, steig ruhig drüber, das ist in Ordnung, du. Und ihr braucht das nicht aufheben. Nein, 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 lass das ruhig im Weg liegen. Gerade du, genau. So, fehlt euch noch irgendwas? Zum Glück. 7, 7. Ey, ihr müsst die Dinger noch zusammenbauen, ne? Ist halt ein bisschen langsam hier. Ja, hapa, hapa, gut, du. Doof, doof.
Gucken wir mal. Bobbika. Ja, also wir sind jetzt bei 1156, die 38 Einheiten. Wir müssen auf jeden Fall jetzt verkaufen, weil das ist hier ein Sprung nach unten, den wollen wir nicht haben. Und das hier lohnt sich nicht. Also da, deswegen hauen wir raus. Sobald wir können, hauen wir raus. Sind das 10? Ach ja, 8 und 2. Nö, ja, dann kommen wir auf. Kaufen wir alle zusammen. Macht mal die Reifen fertig hier. Komm. Sind unsere Kunststofffanatiker schon wieder am Arbeiten oder nicht? Gut, es wird das erste Teil gepresst. Sehr gut. Ja, du bist natürlich schon wieder müde. Du hast ja auch schon mindestens 2 Sachen heute geschleppt. An 3 Dingern wird Reifen zusammengeschraubt. Das geht auch relativ zügig jetzt. Weil 6 Stück müssen wir noch machen. 6 Stück drauf. Na gut, irgendwie fehlt mir da noch einer, aber rechnerisch, naja gut. Ihr macht das schon. Ihr habt ja nichts verloren, denke ich, ne? Außer euren Verstand. Ja, aber so läuft es doch ganz gut. Guck mal, wir sind immer noch im Plus. Wir haben schon wieder einen Arbeiter, der befördert wurde. Wir haben von allem 2. Ja, das hier fehlt noch ein bisschen, aber gut, da haben wir auch noch Zeit. Und wir sind auf dem Weg, das hier abzuschließen. Sehr gut, oder? Das hier haben wir, das hier haben wir. Die Fussel Incorporation, Inkompetenz. Also INC steht bei mir ja für Inkompetenz. Genau, schlepp das mal alles schön hier rüber. Und dann hier, pressen, ne? Pressen, pressen, pressen. Und schon wieder müde. Also der fällt mir aber auch auf mit seiner Müdigkeit, ne? Muss ich euch ganz ehrlich sagen. So, Ette hier macht das letzte Reifen fertig. Und dann muss nur noch zusammengeschraubt werden. So, nimm sich mal einer hier 4 davon und einen davon, dann kann das hier fertig gemacht werden. Oder noch besser, ihr könnt ja mal an allen Etagen was machen. Nee, ne? Jetzt vermischen sich die Aufträge. Warum eigentlich? Das war gerade so, wir sind ins Minus geraten. So schnell. Aber jetzt nicht durcheinander kommen. Ne? Nicht, dass ihr die Metallteile hier in den Bobbycar einbaut. Das wäre jetzt blöd. Jetzt ist natürlich die Frage, war das schlau oder war das nicht schlau hier? Na komm, ich pack das besser hier hin. Nee, Quatsch. Was mache ich denn hier für einen Blödsinn? Ja, ja, Gumpa, 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 da hast du recht. Mach nur Scheiße. Aber man soll halt keinen unfähigen Menschen da dran lassen, ne? Danke, Fussel. Dinger müsst ihr noch pressen. Ja, dann gibt aber mal Gas. Das ist schön, dass ihr nahtlos übernehmt. Das heißt, der nächste wird fertig gemacht. Und dann müsste noch einer drin sein und der ist auch noch vorrangig. Dann wird das wenigstens fertig kommen. Dann können wir es rausjagen. Dann sind wir wieder im Plus.
Ja, freu dich, dass du den gemacht hast. Nehmen, hier hinlegen, nächsten nehmen. Blöd rumstehen ist auch möglich. Nimm dir den nächsten. Komm, zügig. Die machen mich fertig, ehrlich. Die machen mich fertig. Also schön, wie sich das verändert. Also das gefällt mir, ne? Wenn du siehst hier so noch so Reste von dem einen Auftrag. Hier sind aber schon die neuen Aufträge. Also das gefällt mir wirklich gut. Das ist schön gemacht. So, und wir gehen wieder ins Plüsschen. So, einer ist sogar schon fertig von denen. Toll. Drei von diesen Konsolendingern, die müssen ja noch zusammengeschraubt werden, ne? Aber das ist natürlich toll, wenn hier drei Leute gleichzeitig dran rumspritzen. Dann wird das natürlich auch alles irgendwie fertig. Ihr braucht übrigens nicht hetzen, ne? Ich will euch da jetzt nicht irgendwie... Nichts liegt mehr ferner. Bin mal gespannt auf die nächsten Aufgaben. Weil wir müssten ja jetzt hier... Ne? Ach, das waren 34%. Ja, gut. Das Zeichen, das hat mir nichts gesagt, weißt du? Da kenne ich mich nicht mit aus. Ich habe erst 34% geliebt. Ich habe so das Gefühl, ich muss doch noch ein bisschen mehr aus der Region machen. Irgendwie weiß ich auch nicht. Na gut. Ja, das ist, wenn man alles nur mal so eben überblickt, weißt du? Mit Kommentationen, die ich hier machen muss, also mit den Kommentaren, das fordert. Mal gucken, wo wir landen. Dann machen wir halt noch irgendwas. Ja? Wenn die hier jetzt gleich ein bisschen was weggeschmolzen haben, sind ja nur noch 30 Stück hier. Das ist ja Peanuts. Dann können wir doch schon wieder den nächsten Auftrag annehmen. Das zahlst du mir aber. Du gehörst nicht zur Firma. Du hast da ein Loch reingemacht. Da ist jetzt eine Macke dran. Das zahlst du mir, du. Das ist aber ein Transportlogistikschaden. Ach, das ist schon ein fertiges Set? Cool. So, jetzt müssten wir aber wirklich gut im Plus sein, oder? Das war ja jetzt eine relativ große Nummer. Mit viel Geld. Oh, schön. So, was haben wir denn geschafft? 68%. Mhm. Kann das mal einer ausrechnen? 32%, ne, fehlen noch. Das wären also die Hälfte von 32. Ungefähr 16 Projekte müssten wir noch machen. 16 Projekte, genau. Wir müssen jetzt noch 16 Projekte machen. Nein, 16 Produkte, ne? Richtig gerechnet? Ich meine ja. Gut, dann produzieren wir noch 16 Mal irgendwas. Aber jetzt machen wir erstmal die fertig, wobei Videospiele ja Stufe 1 sind, also Basics. Aber damit, ja, so viel Geld machen wir damit ja auch nicht. Ich will aber noch nicht gucken, was wir machen, weil das verschiebt sich ja alles noch so ein bisschen. Das sieht cool aus hier. Bitte keine Materialien in Schnappi schmeißen. Die hatten nach diesem Kunststoff immer so komische Verdauungsprobleme und muss so furzen. Und dann stinkt es hier wieder drin. Und dann haben wir wieder Schimmel, weißt du? Keine Spione, kein Schimmel. Das mit dem Schimmel kriegen wir auch relativ gut hin, ne? Dass wir jetzt in zwei Räumen mal Schimmel hatten vor ein paar Folgen. Naja, gut, warum nicht? So. Ihr müsst noch ein bisschen pressen hier, ne? 20, 22. Alles klar. Hast wieder deinen wichtigsten Job gemacht, ne? Von links nach rechts gedreht. Alles klar. Ja. Der hat wohl mal bei Lidl gearbeitet und immer die alten Mopros nach vorne gezogen. Das ist wohl sein Job. Was redet der Fussel da? Naja, Molkereiprodukte. Mopro.
Ja, du musst ja das Schwierige im Einzelhandel ist ja, du musst ja die Sachen, die jetzt schnell abverkauft werden müssen, wegen Mindesthaltbarkeitsdatum, die müssen ja immer vorne liegen, damit der doofe Kunde die nimmt. Und die neuen Sachen, die geliefert werden, die müssen ja immer nach hinten geräumt werden. Sonst hast du hinten den ganzen alten Scheiß, der gammelig wird. Und das, dieses Verräumen, das ist halt immer das. Du musst immer alles leer machen, das Neue nach hinten und das Alte wieder davor stellen. Finde ich eine ganz fürchterliche Arbeit. Und so, was macht der hier? Von links nach rechts räumen. Jetzt hat die das. Und die lässt das liegen? Nein, Gott sei Dank nicht. Der Hahn ist wach. Ich will euch übrigens nicht hetzen, ne? Aber ich hetze euch mal ein bisschen. Nö, lasst euch Zeit. Alles gut. Alles gut. Ach, ich wollte ja noch welche nachproduzieren, ne? Ja, ich konnte mir ja nicht so viel leisten. Stimmt ja. Ja, lass mal noch ein bisschen abarbeiten, ne? Vorteil ist, Eingangslager ist leer. Ne, die Materialien sind alle verteilt. Die müssen halt hier noch ein bisschen drücken. 16 Stück. Wenn die hier fertig sind, ne? Dann reparieren wir die und dann holen wir uns den nächsten Auftrag. So machen wir das, ne? Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen. Und wir sehen uns, wenn ihr wollt, zu einer neuen Folge von Little Big Workshop oder in der Zwischenzeit zu einem der vielen anderen Let's Plays hier auf meinem Kanal. Und wenn euch dieses Let's Play gefällt, dann zeigt es gerne, indem ihr einfach diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann gerne auch ein Abonnement. Knuddelt die Glocke. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.